Einen schönen guten Morgen aus dem Studio. Es gibt es wirklich. Der Medienkanzler, seit 1974 ist er in der Welt der Medien dabei. Er begrüßt alle, er hat gewonnen. Der Medienkanzler im Jahre 2015 gewonnen. Im April, am 1. April schrie Joko Winterscheid. Ja, am 7. April hat er das schon, das Handtuch geworfen. Die Herausforderung bis zum 1.5. vom Medienkanzler, meiner einer, bleibt natürlich. Der Medienkanzler hat in dem Moment verloren, wo er vor laufender Kamera am Telefon Joko Winterscheid hätte, so wie er den Schauspielersprecher Detlef Scholzen hätte, dann hätte der Medienkanzler meiner einer verloren. Oder aber Joko Winterscheid ist in der Kulturhauptstadt und käme vorbei hier im Studio, was es ja wirklich gibt. Und dieser Videoclip hat einen Grund. Die Kunden haben mich gefragt, haben den Medienkanzler gefragt, könnte er nicht mal statt Satire, Comedy und Nonsens mal erzählen, wie alles begonnen hat, weil es ja nun mal stimmt. 1974 bis 1994 wurde darüber gelacht. 2015 lacht keiner mehr. Brauchen wir auch nicht drüber reden. 1984 kamen die Privaten und vor allen Dingen Tele5 mit tollen Sendungen, wirklich tollen Sendungen, die Spaß gemacht, tolle Moderatoren. Es war eine riesengroße experimentelle Geschichte. 1966 als Jugendlicher habe ich den WDR kennengelernt. Auch die waren am Experimentieren. Also der Medienkanzler ist seit 1966 dabei. 1974 hatte er die Idee, er möchte auch. Bis 1994 haben alle gelacht. Ab 1995 bis 2015 hat es nun gekracht. Tutorial, er ist wieder da, euer Medienkanzler ist wieder da. Er springt jetzt nicht in die Kostüme, denn ich muss arbeiten. In wenigen Minuten muss das Studio und der Shop geöffnet werden, weil die Kunden hinein möchten. Nach Ostern war hier schon so viel los, deswegen möchte ich mich auch entschuldigen. Ich wurde angerufen, meine lieben Freunde. Ja, Casting ist immer noch. Ja, Produktion ist auch noch. Es wird produziert, wenn es machbar ist. Im Moment, ich rufe auch gleich wieder zurück, versprochen, alle Künstler, Schauspieler, Komparsen oder Firmen, ich rufe wieder zurück, wenn ich in dem Moment, wo ihr mich kontaktiert, nicht zugegen bin, weil wegen Überflutung geschlossen. Also 74, 94, 2014, 95, Kurve 2015, die Kurve weiter nach oben. Soziale Netzwerke, die von 74 bis 2002 und dann auf einmal Einheitsbrei, dann weg und seitdem nur noch Facebook, Google+, YouTube und Co. Machen jetzt die Welt des Fernsehens froh. Ja, Tele5 2014 wurde geil. 2015 wurde super geil. Ich werde auch gleich mal mit Tele5 talken, weil sehr viele Kunden und Künstler aus allen Sparten mich gefragt, ob ich es nicht könnte, mal fragen, weil wir ja eine Produktionsstätte sind, 4K. Wir sind das 4K UHD Web-TV, da oben läuft Tele5. Ja? Die haben gerade eine Werbung laufen von Triple Slicer. Wir haben 9.30 Uhr. Und gratis Hotline bei Mediashop TV. Mediashop TV, damit ihr wisst, dass ja, Tele5 wirklich läuft. Und wenn Tele5 gleich einschaltet, können die Kunden dann auch die Filmchen sehen. Natürlich haben wir auch ARD da hinten laufen für den Notfall, damit man weiß, wenn Flieger abgestürzt oder sonst etwas auf diesem Planeten passiert, ist klar. So, ich bedanke mich total und recht herzlich und den Spaß. Er ist wieder Tutorial, er ist wieder da. Werde ich weiterhin durchziehen als Medienkanzler und ich fordere immer noch den Joko Winterscheid heraus. Er ruft an, er erscheint und der Medienkanzler hat verloren. Ansonsten hat der Medienkanzler gewonnen und wird sich dann noch tiefer in Halligalli, Joko Winterscheid und Co. reingraben. Als Videojournalist ist das die Aufgabe, zu forschen, auch wenn der Beruf jetzt einen Knick bekommen hat. Ja, als Chef hat man mir gesagt, darf ich natürlich nicht. Ne, ich darf natürlich Werbung machen, deswegen habe ich das gute Stück gern.
Weil, ne, von Sinnen hat ja auch so ein Stück an und hatte ja sofort die griechische Flagge. Ne? Also ich habe die griechische Flagge nicht, will ich hoffen. Ne? Also Werbung muss ich auch machen für die guten Sachen, weil die Kunden das nun mal verkaufen. Von irgendwann muss ich ja leben. Also wie gesagt, im Moment läuft Mediashop TV auf Tele 5. Mediashop TV auf Tele 5. Ich glaube das nicht. Komm. Ultra HD, ich zeig's mal. Komm, machen wir mal fette Schwenker da. Na? So, läuft. So, läuft. So, wie gesagt, ich mache jetzt das Geschäft auf. Mach die Kamera aus, mach den Film fertig. Tutorial, er ist wieder da, euer Medienkanzler. Und vom 1.4. bis zum 1.5. pro Tag kommt ein Clip. Und alle zwei Tage kommt ja jetzt Joko, weil er hat ja ein bisschen eingeknickt. Er ist ja der Meinung, er hat gewonnen. Ja. Lieber Joko, du wolltest Abonnenten haben bei YouTube, nicht bei Facebook, bei Twitter und Co. Hm? Ich würde mal da auf die Leiste gucken. Abonnenten bei YouTube zu bekommen, ist nicht so einfach. Ne? Also gewonnen sieht anders aus. Aber egal, der Medienkanzler hat auch gewonnen. Du hast mich angerufen und bist auch nicht vorbeigekommen. Freut mich. Also haben wir beide am 6., nee, am 7., nee, am 8. schon. Boah, am 8. haben wir beide schon gewonnen. Ist ja irre. Ja, wie gesagt, der Medienkanzler greift auch böse Themen auf, denn die Kunden haben mich gefragt, ob ich nicht mal über Altenheime. Und da ich jetzt auch eine Mutter im Altenheim habe und, boah, was ich da alles erlebt. Leute, das ist aber dann nicht mehr humoristisch. Und das wird natürlich dann beim Sondersender Nordrhein-Westfalen gezeigt und nicht bei den Kunden. Ne? Also, wir sind eine Firma, ich vertrete die Firma, ich bin der Chef des Ganzen. Und alle Komparsen und alle Schauspieler, wenn ihr tolle Ideen habt, ja, ich höre sie mir an. Ja, ich versuche sie zu produzieren. Ja, ich versuche sie vorzustellen. Aber sie müssen finanzierbar sein. So wie Mediashop, TV bei Tele 5. Sonst klappt das alles nicht. Es muss. Ich werde auch philosophieren über Tele 5, 84 bis 2002. Ab 2002, 2015 wurde Tele 5 einfach nur geil. Tele 5 ist einfach nur geil. Ja, und jetzt jeden Montag geiler. Wetten das? Würde Frank Elstner sagen. Na, gehst du raus.